Was geht auf uns? Damit willkommen zurück, meine Freunde. Heute gibt es einen extrem nicen Prank, denn wir machen heute mal ein Kronenduell gegen den Ehrenbruder Lukas. Der ist schon im Discord, aber gerade noch gemutet. Nicht wundern, Leute. Und ja, ich denke, ihr wisst alle, wie ein Kronenduell funktioniert. Wir machen quasi 30 Minuten lang, gehen wir in getrennte Runden und wer quasi in 30 Minuten hier mehr Krone erzielt, hat die Challenge gewonnen. Und ja, ich werde das Ganze aber so machen. Ich werde versuchen, immer in Lukas seine Runde reinzukommen. Aber ich sage ihm vorher seinen Namen, alles ausmachen, dass es halt nicht sieht. Ich werde mir mit meiner Mod irgendeinen komplett random Namen machen, das auch nicht auffällt. Und dann werde ich auch sagen, yo, wir machen die Challenge heute ohne Special Emotes. Also er muss hier alles ausmachen, kein Boxen, kein Umarm, kein Treten, hier wirklich gar nichts. Aber ich werde ihn auf Undercover die ganze Zeit wegboxen, wegtreten, umarmen und werde auch versuchen, in seiner Runde immer zu gewinnen. Natürlich mit einem Fake-Namen. Dann werde ich sagen, ey Lukas, ich habe schon den ersten Sieg, wie viel hast du? Und er so, ja, ich hab null, mich boxt die ganze Zeit einer so. Ich hoffe, es wird ultra nice. Wenn ihr Bock auf das Video habt, lasst auf jeden Fall 3 Likes da. Schaffen wir 3 Likes, Leute. Und vergesst nicht zu abonnieren. Checkt auch Lukas ab. Und jetzt würde ich sagen, geben rein das Video. Let's go. So, Lukas, ich bin am Start. Du bist auch ja, am Start. Mann. Tja, ja. Du weißt, was heute ansteht, ja? Genau, Kronenbattle, 30 Minuten, ne? Wer mehr Kronen holt, oder? Genau, genau. Das ist unsere heutige Challenge. Ich würde gar nicht lang drum rumbabbeln. Es gibt ein paar Spielregeln. Und zwar machen wir das Kronduell, um es heute ein bisschen spannender zu machen, ohne Special Emotes. Das heißt, du gehst jetzt mal in deinen Spind rein und machst bitte mal alles raus, also Boxen raus, Umarm raus und Kick Emote auch raus, ja? Okay, einfach alle Special Emotes raus. Genau. Ansonsten, ich weiß nicht, kannst du die Spielernamen, kannst du auch noch ausmachen, weil ich hab die auch raus, ist sonst kacke einfach, weil es ein bisschen komisch ausschaut in der Aufnahme sonst, wenn beide so, wenn es so unterschiedlich ist. Deswegen mach die einfach mal aus, die Spielernamen. Gut, dann würde ich sagen, können wir gleich mal die erste Runde starten. Okay. So, Leute, ich habe jetzt noch ganz kurz meinen Namen geändert. Ich heiße jetzt einfach Yoshia oder so, also komplett random. Ich ermüde mich jetzt wieder, dann gehen wir rein in die erste Runde. Ich bin so geil. Okay, Lukas, dann würde ich sagen, können wir rein in die erste Runde gehen? Du kannst auf Spielen drücken. Jetzt, oder? Ja, ja, drück drauf. Okay, let's go. So, bei mir lädt die Runde jetzt gerade. Ich starte auch schon mal den Timer. Unsere 30 Minuten laufen ab jetzt. Ja, Mann. Hast du für eine Map bekommen? Ich habe Jungle Roll. Lol, ich habe Icy Heights als erstes, okay. Icy Heights, okay, krass. Ja, das Ding ist halt, wir müssen halt jetzt schauen hier, ohne Special Emotes wird halt echt ein bisschen schwer hier, gell? Ohne Special Emotes. Ja, ja, stimmt, stimmt. Also Abkürzungen gehen ja zum Glück trotzdem, aber Digga, ohne Special Emotes wird schon übelst hart. Ja, ja, das ist richtig krass. Ich habe auch hier die größten Twi-Hats schon wieder hier auf Jungle Roll. Die sind alle am rumsliden und machen und tun. Welches Skin hast du eigentlich ausgewählt? Also ich habe tatsächlich den Inferno-Drachen ausgewählt. Inferno-Drachen? Ja, genau. Okay, krass. Lol, okay, hier ist einer schon mal wütend. Hat mich hier schon mal direkt weggekickt vorm Ziel. Ey, ich kann mir das krank vorstellen. Das Ding ist halt heute, dadurch, dass halt aktuell dieser Kick-Emote halt im Battle Pass ist, das wird so anstrengend, ohne Special-Emote hier gegen die Spieler zu gewinnen. Wirklich. Ich bin jetzt gerade noch ins Ziel rein hier in Jungle World. Bin aber als 16. gerade rein. Das war richtig close, ne? Ah, Leute, ja, ich bin als 2. rein, weil irgendwie mich einer noch so weggekickt hat am Ende. Aber ich habe eh gewartet. Also, es ist eigentlich ganz entspannt. Ich bin mal gespannt. Ich hoffe halt, dass kein Team-Mode. Ja, aber Team-Game müsste, da gehe ich auf jeden Fall raus. Auf jeden Fall. Ja, ja, same, same. Jetzt gerade in der nächsten Runde. Ich hab Blockdash bekommen im Halbfinale. Lol, Blockdash. Okay, ich hab Super Slide. Oh, Super Slide. Ich lagge übelst. Du laggst? Ja, Digga, ich bin gerade übelst rumgelaggt. Das sieht man in der Aufnahme. Krass. Digga, hier kickt mich schon wieder so ein Typ weg. WTF. Bei mir ist auch richtig schlimm gerade. Mir kicken die gerade auch alle. Boah, ey, das Ding ist halt, wollen wir so machen, Bonuspunkte für den ersten Sieg? Dass man so sagt, okay, ja, zum Beispiel, keine Ahnung, ein Punkt. Das Ding ist eigentlich, Lukas, was soll der Verlierer machen, sag mal. Es muss ja irgendeine Bestrafung von dem Verlierer geben, sag mal so. Was soll der Verlierer machen? Boah, der Verlierer. Boah, man könnte wieder sagen, dass der so einen bestimmten Skin erspielen darf, nur so für ein paar Tage, weißt du? Boah, das ist eine nice Idee auf jeden Fall. Ja, und zack. Ey, ich hab's gerade einfach nicht geschafft. Bin einfach rausgeflogen in Blockdash. Hä? Digga, nee, Mann! Was hast du gemacht? Im Halbfinale. Digga, ich bin so gegen den Stachel geflogen. Ich bin so gegen diesen Laser geknallt, Junge. Richtig ehrenlos. Digga. Ja, ich bin auf jeden Fall jetzt im Finale. Das ist ganz geil. Jetzt haben sich auf jeden Fall genug qualifiziert. Let's go. Okay. Oh, let's go, Digga. Laser Tracer. Ey, das ist mein Lieblingsgame. Was Laser Tracer? Ich schaue jetzt gerade bei mir die neue Runde auf jeden Fall. Ey, das Ding ist, wenn du jetzt schon den ersten Sieg holst, dann hättest du einfach einen krassen Vorsprung, ne? Durch den Extra-Punkt auch noch. Ja, Punkte hier direkt. 2 Kronen, die du direkt mitnimmst. Boah. Das ist ja sehr geil. Okay, also bei mir lädt gerade das erste Game und ich krieg Teil voll. Digga.
Lol, Teilvoll. Ja, aber Teilvoll ist ja eh entspannt eigentlich. Ja, Teilvoll geht eigentlich voll fit auf jeden Fall. Nur das Ding, du musst ein bisschen aufpassen auf Teilvoll. Weil halt, Digga. Aber mir boxen check, die ganze Zeit hier, ne? Bei mir gerade. Ja, bei mir ist einer drin, der die ganze Zeit kickt und boxt, Digga. Aber also die anderen nicht. Also irgendwie ist nur ein Schwitzer in dieser Lobby, glaube ich. Ja, es ist meistens so, alle anderen richtig bockt und einer immer richtig krank am Sweaten meistens. Das ist immer ja, so. Ja, ja, ja. Digga, das ist richtig gottlos. So. Oh mein Gott, okay. Runde wird gar nicht, also jetzt wird die so ein bisschen schwerer. Okay, ja, ich bin nur noch in dieser Schwitzer, Junge. Ich hab mich gerade qualifiziert hier in Teil vor, tatsächlich. Okay, boah. So. Boah, ich sag dir, Laser Tracer ist echt mein Game. Echt? Ja, ja. Boah, doch, ich hab mich jetzt hier gerade in Teil vor qualifiziert. Oh. Ah, Mann! Digga! Hä, bist du raus? Ja, nee. Ja, ich bin raus, Digga. Ich bin Zweiter wegen diesem... Digga, wegen diesem Schwitzer. Yoshi Yeah heißt der, Alter. Yoshi Yeah? Mann. Digga, ja, das... Ja, mega raus. Also, ich habe mich jetzt gerade qualified und ich habe jetzt gerade hier nächste Runde... wieder Laser Tracer jetzt. Okay, krass. So, Leute. Ich muss mich jetzt auf jeden Fall wieder umbenennen, sonst fällt das hier noch auf. Wir müssen uns jetzt irgendwie anders nennen. Wir nennen uns jetzt einfach mal, so ein kleiner Running Gag. Deswegen nennen wir uns jetzt mal Melone 33. Vielleicht fällt es ja ein bisschen auf, so. Also, es soll so ein bisschen so ein kleiner Disrespect sein. Ihr wisst ja, Lukas ist die Melone. Kevin das Ei und Lukas die Melone. Und irgend so ein random Skin jetzt hier einfach mal so der Panda. Ich würde sagen, so, mal gucken. Ich hoffe, ich schaff's direkt in der nächsten Runde wieder rein. Leute, ich hab's auf jeden Fall gerade nicht geschafft, bei ihm reinzukommen. Wir mussten jetzt aber beide selber die Runde neu starten, weil wir haben es beide einfach gerade nicht geschafft. Ich bin gerade noch gemutet. Hab ich's vielleicht jetzt Ich hab's wieder geschafft! Let's go, warte! So, ich bin wieder da, Lukas. Boah, ich bin jetzt gerade in der nächsten Runde. Ich bin jetzt gerade im Halbfinale hier. Ich hab jetzt gerade hier Icy Heights bekommen, tatsächlich. Ah, Leute, ich hab Ken Climb und ich muss schon mal sagen, ich glaube, ich habe eine richtig schlechte Lobby dieses Mal erwischt. Das schlechte ist sehr, Lobby? Sehr nice. Ja, ja, safe, weil, also man merkt schon, die Leute hier, die sind schon ein bisschen lost. Also die verhalten auch keine Emotes okay. Und so. Ich glaub, also ich habe ja, wie gesagt, schon einen Sieg. Ich weiß, wie viele Siege hast du schon? Hast du schon ein paar Siege? Ja, ich habe auch schon einen. Ich habe auch schon einen. Du lügst, kann es sein, Lukas? Das hört sich gerade null glaubwürdig an irgendwie. Ja, ich hab dich vielleicht ein bisschen hops genommen, ne? Also ich habe auf jeden Fall eventuell auch schon einen oder anderen Sieg. Ach so, okay. Ja, ja. Okay, ich bin jetzt im Finale Space Race, Digga. Oh, boah. Space Race, okay. Ich habe auf jeden Fall jetzt Jungle Roll als nächstes. Jungle Roll? Sieht ganz gut aus. Ich bin da richtig gut gespawnt, bin gerade sehr weit vorne. Sieht nice aus, aber es ist halt Halbfinale. Ist easy. Haben die Gegner bei dir gerade irgendwie so Special Mods oder irgendwas am Start so? Boah, nee, gar nicht eigentlich, ehrlich gesagt. Also ich habe, glaube ich, echt, wie gesagt, nicht so eine gute Lobby gerade erwischt. Das ist sehr gut. Okay, krass. Hey, ne, freut mich, weil ich hab grad voll dieses Wetter hier, alle im Blitz-Ninja und so. Und ach, Digga, mega los von mir hier. Also bei mir schaut's so grad gut aus eigentlich, sag ich dir ehrlich. Okay, also bei mir ist halt nur so ein Panda, der ist so vorne, aber irgendwie der Rest von der Lobby ist halt nicht so gut. Okay. Ey, der hat mich weggekickt, Digga, Alter. Ja, aber wir haben gerade auch ein paar Kick-Emotes hier auf Spaces, aber ich bin gleich im Ziel jetzt hier. Aber ich glaube, bei Space Race ist das Kick-Emote ja... Ey, Mann, der kickt mich wieder weg. Was ist das? Digga, mir ist auch richtig schlimm. Wir haben alle Kick-Emote bei mir hier. Ey! Digga, also jetzt no joke, dieser Panda, der hat was, glaube ich, gegen mich. Ich habe halt einen roten Namen, ne? Das ist halt Nachteil. Die machen halt alle richtig Auge wegen so einem roten Namen und so, ja, gell? Ja. Digga, die target mich geisteskrank. Ich sag's dir ehrlich. Boah, ich bin einfach rausgeflogen, Lukas. Ich hab's nicht geschafft in Space Race. Nein! Oh, egal. Was war der Grund? Warum? Ja, Bruder, einer ist einfach vor mir gewesen. Der kam irgendwie aus der Seite oder so. Ich weiß gar auch nicht. Ganz komisch. Ah, okay, okay. Ich hab jetzt Finale auf jeden Fall. Digga, dieser Panda, der triggert mich übelst. Der heißt Melone 33. Du bist im Finale schon, sagst du? Ja, ja, ja. Okay. Also, ich starte jetzt hier gerade eine neue Runde auf jeden Fall gerade. Oh, Digga, Bombardement. Das hab ich fast nie, Alter. Lol. Bombardement? Ey, ich schwöre, diese Map hatte ich so eine Woche nicht mehr gespielt. Kam nie bei mir dran. Okay, lol. Krass. Junge, ich sag dir, dieser Panda, der kennt meine Videos, Digga. Der tut mich die ganze Zeit hier hauen. Der sieht einfach meinen roten Namen und haut mich weg, Digga. Okay, lol. Yes, ich habe jetzt hier gerade erste Runde tatsächlich hier Spin-Go-Round bekommen. Ey, sag mal ehrlich, darf ich... Digga, der tut mich die ganze Zeit... Wir haben ja gesagt, ohne Special Mods, haben wir ja gesagt. Haben wir ja gesagt, ne? Mann, aber das nervt. Digga! Yo, er tut mich mit diesem Umarmen-Emote hier reintragen, ist klar. Hä, hat er nicht? Bist du raus? Ja, ich bin raus wegen dem Panda, Digga. Ich bin gerade qualifiziert. Ich schwöre, der tankt mich, Mann. Oh, das war's komplett. Ach, Digga. Ich bin gemutet. Ich gehe jetzt einfach mal hier direkt rein, Leute. Dass ich direkt wieder versuche, in seine Runde reinzukommen. Ich muss jetzt direkt starten, weil er startet safe auch direkt die Runde, deswegen. Ich habe mich jetzt auf jeden Fall mal Melonita genannt. Ist so ein Double in seine, ihr wisst, Lukas die Melone und Hashtag der Nita.
einfach kombiniert, fusioniert Melonita. Wenn ihm das auffällt, wäre das so geil. So, okay. Ich muss jetzt kurz warten. Ich müde mich und dann gucke ich mal, dass wir in seine Runde reinkommen, Leute. Ja, Leute, ich habe es gerade einfach nicht direkt so in seine Runde reingeschafft. Ist jetzt die nächste Runde. Er ist wieder rausgeflogen. Ich hoffe, ich schaffe es jetzt in seine Runde wieder. Bitte, ich muss drin sein. Ja, ja, ich bin drin. Okay, unmuten. Oh nee, Digga, Floorflip, Alter. Floorflip, ey, ich bin hier gerade auch in der neuen Runde. Lukas, ich hab einfach erste Runde Cannon Climb. Ich hab gar keinen Bock. Bei mir ist die größte Wetter gerade schon wieder drin. Boah, bei mir sieht's richtig gut aus. Ich hab einen mega guten Start erwischen. Dadurch kann ich jetzt quasi, weißt du, also habe ich nicht dieses Wippen-Problem gehabt. Also ah, ich verstehe. Nice. Ja, ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Genau. Boah, ich glaube, ich schaff's hier gerade gar nicht, mich hier zu qualifizieren, Lukas. Boah. Die kicken mich alle die ganze Zeit weg. Ich weiß mit dir was, Lukas? Hast du gerade krasses Wetter drin irgendwie? Irgendwie gar nicht so. Also die Runde geht voll klar. Geht voll fit? Geht voll fit die Runde. Ja, okay. Mega nice. Okay, okay, ja, dann ist nice, 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 nice. Und nochmal hier so ein Emote einfach. Echt, du tust die Gegner austanzen, wirklich? Ja, ja, ja. Okay. Ah, oh, lol, okay, da, so einer hat jetzt aber so geboxt, aber der hat übelst lange gebraucht, bis der hierher du musst dir dann gleich den Namen anschauen, wenn du in der Runde drin bist, also am Ende in diesem Endscreen, wie die Leute heißen. Weil ich, ja. Siehst du, kannst ja gucken, ob es Bots sind, wenn das Bots sind, heißen ja irgendwie so Stumble Guy oder so. Ja. Und dann, wenn nicht, haben die einen richtigen Namen normalerweise. Ja, aber glaubst du, man kommt einfach so in eine Bot-Lobby normal rein? Das wäre mega weird. Ja, also was heißt Bot-Lobby? Man hat immer ein paar Bots drin auf jeden Fall. Das kann man nicht ausschließen, so vom Ding her. Okay, ich bin jetzt Laser Tracer. Laser Tracer, Alter. Ey, da hätte ich auch wieder Bock drauf, aber eben die Runde war ja nicht so gut. Hast du auf den Namen geachtet von dem Typen, wie der Typ hieß? Ah ja, ich habe zwei gesehen oder so, die hießen so Stumble Guy. Ah, okay. Okay. Kann sein, dass da ein paar Bots drin sind, ne? Also wirkt ein bisschen so gerade. Ich habe jetzt gerade Finale. Oh, ich bin jetzt gerade in Space Race. Habe ich bekommen Finale? Hä? Ich auch. Hast du auch Space Race? Okay, warte. In derselben Lobby. Ich weiß nicht, welchen Skin hast du? Ich habe diesen Brainy Brian gerade. Warte, schau mal, wo bist du gerade ungefähr? Ich bin jetzt bei diesem ersten Kometen. Ah, okay, nee, ich glaube, lol. Ich glaube, ist aber nicht in derselben Runde. Nee, ich glaube nicht. Oh, Digga, ich bin runtergefallen. Mega lost. Oh mein Gott, ich bin jetzt hier gerade schon bei den Röhren auf jeden Fall bei mir auf Space Race. Uff, ich bin einmal runtergefallen. Jetzt wird es richtig schwer, glaube ich, bei mir. Also, wenn ich es jetzt schaffe. Vor allem ohne Special Emotes, ne? Ich glaube auf jeden Fall, ja, wenn ich es jetzt über diese Plattform hinbekomme. Ich glaube, ich muss hier dann lang. Zack, zack. Oh mein Gott, ich bin wieder runtergefallen. Mega dumm. Boah, ich bin jetzt hier gerade bei Space Race schon ins Ziel reingelaufen. Ich qualifiziere mich jetzt hier gerade. Okay. Okay, also gerade weiß auch nicht, was mit mir los ist hier. Richtig dumm gespielt, aber vielleicht, wenn ich jetzt noch richtig predikte, kann ich mir vorstellen, dass ich dann auf jeden Fall. Boah, ich überlege gerade. Ich glaube, ich gehe. Ey, Mann! Digga! Muss ich wieder weggeboxt oder was? Unnötig. Nee, ich predikte jetzt mal rechts einfach und. LOL, ich hab richtig predicted! LOL! Okay, nice! Lol. Digga, let's go! Aber gut, ich meine, ich bin noch ein Finale. Lukas, ich hab den nächsten Sieg, Junge! Let's go! Okay. Ach, ich hab jetzt schon drei Wins, wie Wins hast du? Boah, ich glaube, ich habe jetzt erst zwei, aber ja. Okay, okay. Wie heißt der Typ, der die ganze Zeit wegboxt? Achte mal auf seinen Namen, hast du es gerade gesehen im Endscreen irgendwie? Irgendwas mit Melone oder sowas? Melone? Lol, hä, warte mal, der heißt doch so ähnlich wie der andere irgendwie. Also siehst ja aber in-game gar nicht wegen den Name-Tags, ne? Ja, aber irgendeiner hieß Melon33 auf jeden Fall, weiß ich noch. Ich hab jetzt Over and Under Finale. Over and Under? Bist du gut in Over and Under? Boah, ja, ich versuche jetzt schon die Abkürzung zu nehmen immer, wenn es geht. Okay, krass. Ja, das Ding ist, ich habe jetzt gerade hier die nächste Runde wieder und ich krieg hier erste Runde wieder Teil voll. Okay, die ganze Zeit Teil voll, Lukas. Die ganze Zeit. Lol, Teil voll, echt? Ja, ja. Und schaffst du den nächsten Sieg, Lukas? Wie schaut's aus? Kriegst du es hin? Ja, sieht sehr gut aus. Bin jetzt, ja, ich hab den Win safe. Ich hab den Win safe. Wir warten noch mal so kurz auf Krampf, aber. Oh! Er geht mit Kick-Emote rein, Digga. Ich hätte nicht so machen dürfen, Digga. Ich hätte nicht so machen dürfen, Junge. Melonita. Hä? Digga! Bam, Lukas! So. Ich hab den nächsten Sieg geholt gerade! Also, was heißt Sieg? Halt Halbfinale, halt qualified fürs Finale halt jetzt. Achso, ja, okay. Digga, das war so dumm, was ich gerade gemacht habe. Ich dachte so, yo, easy, ich chill dir noch so, machst du ein bisschen auch provokant, weißt du? Achso, hast du es nicht gewonnen oder was? Bist du raus Nein, oder was? Nein, hab ich nicht. Du bist so lost! Digga, es war ja gerade so lost, es hat so perfekt gepasst. Der wird einfach trollen und ich bin einfach durch mit Kiki und warum trollt der auch rein? Okay. Ich nehme jetzt hier einen anderen Skin, Leute. Ich nehme jetzt einfach mal den Pfadfinder-Skin. Okay, Lukas geht, glaube ich, gerade in die nächste Runde rein, soweit ich weiß.
Aber dann muss ich einfach die Runde jetzt warten, bis er wieder rauskommt oder dass ich halt nicht qualifiziert, damit ich wieder reinkomme. Und ich nenne mich jetzt einfach mal, ich nenne mich jetzt einfach Lukas. Ist schlecht. So, ich hoffe, ich schaff's jetzt gleich wieder in seine Runde rein. Ich hab's jetzt 2 Runden am Stück nicht bei ihm reingeschafft, Digga. Wenn ich muss jetzt bitte drin sein. Komm schon, komm schon. Ja, bin wieder drin. Let's go. So, nice. Ich bin auf jeden Fall jetzt wieder Icy Heights. Icy Heights? Ja. Lol, ich bin gerade Halbfinale Laser Tracer, Digga. Ich bin hier gerade voll am Sweaten. Das ist voll schwierig bei mir gerade schon wieder. Was, im Halbfinale sogar schon? Ja, ja, Halbfinale Laser Tracer. Es kommt voll oft bei mir gerade Laser Tracer tatsächlich. Lol, ey, bei mir kommt fast nie Laser Tracer. Mega dumm. Lol. So, du bist gerade auf Icy Heights, meinst du, ne? Jo, genau. Okay, krass. Nice, let's go. Bin ich im Ziel? Oh, ich habe mich auch qualifiziert gerade fürs Finale. Ich bin jetzt gespannt, was ich für ein Finale bekomme. Ja, ey, ich hoffe auf jeden Fall, bei mir kommt jetzt nicht wieder so Rocket Rumble oder so. Boah, dann müsstest du einfach leften, oder? Aber wollen wir doch mit leften machen, Lukas? Vielleicht schon besser, oder? Sonst echt ein bisschen unfair vielleicht. Ja, okay, das wäre gut, ja. Weil das eine Mal, also war es ja schon knapp, aber da habe ich da zum Glück gewonnen gehabt. Ja, so, ich bin jetzt hier gerade dabei, Blockdash den Sieg zu holen, Lukas, gell? Ich bin noch mit einem Gegner gerade im Finale jetzt hier gerade bei mir Blockdash, Lukas. Ich bin gerade so am Sweaten, du hast keine Ahnung. Oh mein Gott, ich bin von dieser Rolle weggehauen. Ja, ich bin gerade Pain Splash Halbfinale, jetzt muss ich mich übelst anstrengen, dass ich da weiterkomme. Wie viele Siege hast du schon, Lukas? Ich habe schon 4 Siege. 4 Siege? Ja. Ja, weiß ja nicht, ob das stimmt. Digga, ich habe, glaube ich, eine richtige Bot-Lobby erwischt sogar. Echt? Ja, okay. Hier ist wieder so einer, der mich gerade wegkicken wollte. Digga, ich frage mich manchmal echt, ob die Leute wegen dem roten Namen so aufmachen. Ja, das muss wegen dem roten Namen sein, weil bei mich kicken die Leute auch nicht so oft weg wie bei dir. Ja, irgendwie. Jo, sehr geil. Let's go. Bin sogar, obwohl ich runtergefallen bin am Anfang, da geht so einer über die Seite auch. Okay. Lol, Digga, der ist einfach runtergefallen. Was ist mit dem denn? Digga, ich bin hier gerade zum Sweaten. Chill mal, Lukas. Ich kann mich gerade, muss mich übelst konzentrieren gerade. Bock dich. Ja. Boah, Junge, ich glaube, ich bin in einer richtigen losten Lobby gelandet. Also hier irgendwie, echt? Ich habe so viel Zeit gerade noch, ja. Mal. Ja. Ja, Digga, da wirft schon wieder einer runter, ist klar. Hä? Geh doch einfach ins Ziel, rennst du nicht ins Ziel rein? Geh doch einfach ins Ziel rein, Digga, hä? Ja, das Ding ist, das bringt halt eh nichts, weil ich muss warten, bis die Leute sich qualifizieren. Ach so, stimmt. Ja, das ist okay, da hast du recht. Ja. Das dauert übelst lange gerade. Ich habe eine richtige Bot-Lobby, glaube ich. Ey, freu dich doch, Junge. Du kannst easy Wins farmen. Ich bin immer noch blocktisch. Digga, der ist so schlecht, der Typ. So, okay, nice. Ich hab. Oh, let's go! Lukas, ich hab gewonnen! Let's go, der nächste Sieg. Bam, Junge. Hä, ey, nicht? Doch, ich hab jetzt schon 5 Wins, Digga. Hä? Bruder, das kann. Nee, das kann nicht sein, Digga. Du flunkerst, glaube ich, hier ein bisschen. Ich hab jetzt. Ich bin verblocktisch im Finale. Sehr, sehr geil. Blocktisch im Finale. Ja. Okay, krass. Ich gehe jetzt gerade gleich in die nächste Runde rein, auf jeden Fall. Ja. Okay, einer hat mich hier weggeboxt. Digga, du verarschst mich doch. Das sind irgendwelche Ausreden von dir. Was für Box? Mich boxt doch auch niemand. Ja, doch, keine Ahnung. Ich werde hier übelst weggeboxt. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber... Mann! Dieser eine Typ mit diesem Hut schon wieder. Bruder, ich check das nicht. Hä? Ich bin jetzt gerade in der nächsten Runde. Ich krieg gerade... Lol? Mir lief es gerade voll lange irgendwie. Ich krieg irgendwie gerade keine Runde. Als ob? Oh mein Gott, diese Spitzen. Ja, Digga, ist ein Joke, Mann. Junge, ich schwöre, dieser eine. Ja, Digga, Mann, dieser eine schon wieder die ganze Zeit. Ich will jetzt wirklich mal wissen, wer das war. Hä? Ich glaube, der hat eh gewonnen. Jo, ist klar, Lukas ist schlecht, Digga. Ich sag dir, entweder das ist zum Stream-Sniper oder ich weiß auch nicht, Mann. Hä, was? Wie hieß der Typ? Der hieß Lukas ist schlecht, Digga. Also ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Digga, das ist safe. Jemand, der so geistkrank Auge die ganze Zeit hier macht. Also ich weiß nicht, was machst du jetzt eigentlich? In welcher Runde warst du denn jetzt? Bruder, ich starte jetzt gerade bei mir. Ich bin ja, wie gesagt, im Loading-Screen und ich habe jetzt gerade bekommen Jungle Roll wieder. Ey, weiß ich ja nicht, ey. Ja, du kannst direkt in die Runde starten eigentlich, gell? Du musst halt nicht, musst ja auf niemanden warten. Du musst versuchen halt, wie gesagt, hier so viele Wins wie möglich zu holen, Lukas. Also du kannst direkt starten. Ich bin gerade gemutet. Ich heiße jetzt Lukas, die Melone stinkt. Und in grün. Wenn sie mir jetzt nicht auffällt, Digga, dann war's das komplette Rino, Digga. So, ich habe mich jetzt so genannt. Ich ermüde mich jetzt gleich, dann muss ich erstmal wieder warten, dass ich in Lukas in eine Runde reinkomme. Der Counter ist nämlich jetzt auch gleich noch um. Wir haben jetzt noch 1:24. Also mal schauen, Leute. Wünsche mir jetzt ganz viel Glück, dass ich in die letzte Runde reinkomme, Leute. So, ich habe jetzt gerade die nächste Runde gestartet, Lukas. Ich kriege jetzt gerade Icy Heights. Ja, ich habe Tilefall tatsächlich. Tilefall? So, ja. Okay, krass. Ja, wir sind alle so am Sweaten auf Icy Heights. Die sind alle so mit Special Emotes gerade am Start. Das ist geisteskrank bei mir gerade. Du hast keine Ahnung.
Yo, Bruder, da wollte mich schon wieder jemand hier runterkicken. Ich glaube, der Counter ist auch gleich um. Ich glaube, es ist jetzt die letzte Runde tatsächlich, Lukas, sogar, ne? Ah, okay. Jetzt sag mal auf Ernst, wie viele Siege hast du, Lukas? Ja, nee, ich verrate es nicht, sonst bist du auch irgendwie neidisch oder so. Ach so, neidisch, sagst du? Ja. Okay, ich verstehe. Du denkst also, ich bin neidisch auf deine Siege gleich, oder was? Ja, safe. So, ich bin jetzt hier weiter, let's go. Okay. Digga, ich schaff's gerade nicht, mich zu qualifizieren auf Icy Heights, gell? Okay, Lukas, du siehst, der Wecker hat geklingelt, unser Countdown ist jetzt um. Heißt, es ist jetzt wirklich die finale Runde, jetzt, die wir jetzt hier gerade fertig machen, ne? Okay, also die Runde dürfen wir noch fertig spielen, ne? Ja, auf jeden Fall. Mir lädt's gerade noch, Lukas. Ich bin gerade noch im Loading-Screen jetzt hier. Ich bin gespannt, was ich von Endgame bekomme, beziehungsweise das vom Halbfinale. Ich hab auf jeden Fall einen Blockdash, wie eben irgendwie auch. Blockdash schon wieder? Jo. Digga, das Game hat mich so gebrochen. Ich sag dir ehrlich, diese ganzen Leute, die ganze Zeit Special Emotes machen. Ich glaube, das nächste Mal müssen wir es echt wieder mit Special Emotes machen. Das ist echt ehrenlos. Ich habe fast keine Chance gegen die Gegner, die ganze Zeit mit Special Emotes, Digga. Das ist übelst nervig, weil, also, es ist so ultra oft, hauen mich diese Leute so mit Boxen, Kicken weg und so. Ich weiß halt nicht, ob das so, ob die mich so targeten. Digga, schon wieder so eine einfach. Oder ob das halt irgendwie daran liegt, dass ich einen roten Namen habe. Keine Ahnung, Alter. Weißt du, was ich meine? Ja, das ist halt echt dann ein bisschen Nachteil halt vom roten Namen, sag ich dir ehrlich. Ja. So, okay. Oha! Das sollte klappen. Ich glaube, ich schaffe es zu qualifizieren. Ja, ich bin. Ich schaff's, glaube ich. Easy. Okay, Lukas. Ich habe mich qualifiziert gerade. Ja, ich auch. Ich bin auf jeden Fall im Finale. Let's go. Zur gleichen Zeit. Okay, mir lädt's jetzt gerade, Lukas. Und okay. Mein Gott, Jungle Roll. Jetzt ich habe Lavaland. Ich hab Lavaland. Oh, okay, krass, ja. Oh nein, ich spawn links, Digga. Ja, das ist ehrenlos. Links ist halt ein bisschen Nachteil, gell? Ja, safe. Ich geh jetzt rechts rüber. Zack. Ja, wahrscheinlich bleibt er stehen, um mich wegzuboxen, ist klar, im Finale. Digga, die sind doch gerade bei mir alle so am Boxen auf Lavaland gerade. Das ist gottlos. Alter, Junge. Okay. Warte. Bei mir nicht weiter. Bei mir kommt gerade schon diese Plattform, die sich so weißt du, diese Special-Plattform auf Lavaland. Ja, diese zerbrochenen, ne? Ja, die kommen bei mir gerade schon. Das ist richtig gottlos. Ja, ich hab verloren, Digga. Dieser eine Typ ist da eh weit vorne. Echt? Lol, der geht nicht weiter. Lol. Hä, was ist... meinst du, der target dich die ganze Zeit, oder was? Ja, der ist irgendwie einfach... Wahrscheinlich bleibt er stehen, um mich wegzuboxen, Digga. Das kannst du dir nicht ausdenken, Mann. Yo, Bruder. Ja, ist klar. Ja, Lukas, die Melone stinkt, Bruder, ey. Lumex, gibst du, das warst du. Eyo, wahrscheinlich mit grünem Namen, Digga. Bro, ich hab dich die ganze Zeit so aufs genommen. Hä? Ich war die ganze Zeit in deine Runden und hab dich geboxt. Hä, wie bist du in meine Runden denn reingekommen? Ja, ich war jetzt in der Lobby, hab immer gewartet, wenn die Runde halt zu Ende war und hab versucht halt gleichzeitig zu starten, so weißt du. Lol, und das hat geklappt? Ja, ich war auch nicht jede Runde drin, aber so vielleicht so über die Hälfte habe ich es immer reingeschafft auf jeden Fall. Was, Digga? Oh mein Gott. Lukas, ich würde sagen, dein Skin, den ich dir jetzt auch suchen darf, ist... Oh mein Gott. An der Stelle, wer ist mit Farmer Eli? Der sieht doch hübsch aus, oder? Den ich gerade hatte, der Bauer. Farmer Eli. Warte, welcher ist das denn? Der ist gewöhnlich, Farmer Eli, das ist der Bauer. Ah, ja, Digga, der ist so lost, der Skin, Alter. Den kannst du jetzt gerne mal ausnehmen für die nächsten 2 Tage, ich hoffe... Klar, Digga, du hast mich hier voll manipuliert die ganze Zeit, Alter. Ich würde sagen, Leute, wenn es dir gefallen hat, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. Checkt auch Lukas ab. Und würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Haut rein. Bis dahin. Ich bin raus. Ciao.